Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen bei Wolfsblut Gaming. Ich bin Wolfsblut und heute zocken wir nicht eine Runde, nein, es gibt neue Update-News. Und zwar gibt es neue Missionen, es gibt ein neues System und ein paar neue Futures und ein paar Bugfixes. Also, ja, schauen wir mal rein, oder? Mit dem neuen Update bringt der Entwickler nicht nur eine Mission, sondern gleich zwei Missionen neuen mit hinein. Einmal die Mission 7, Battle of Ilurda, und Mission 8, Battle of Dyrrhachium. Wobei Mission 7 eine neue KI auch mit sich bringt, die Wallkeeper. Diese KI-Logik kann auch auf allen anderen Maps in den Custom Battles ausprobiert werden. Mission 8 kommt mit einer in Anführungsstrichen neuen Einheit, und zwar Katapulten. Auch hier kann man nach Bestehen der Kampagnenmission die KI-Logik der Katapulte ändern. Kampagnenmedaillen oder Anstecker sind nun verfügbar. Wenn man vor der vorgegebenen Zeit die Mission schafft, bekommt man eine Goldmedaille. Andernfalls eine Silbermedaille. Es gibt nun Hidden Secrets namens Amphoras, das sind sowas wie Vasen, die eine extra Medaille freischaltet und sichtbar auf der Kampagnenübersicht ist. Sollte man diese zerstören, werden sie danach auch nicht nochmal einmal sichtbar. Ja. Auch ein neues System ist nun das extra Gold, was man jeder Mission abrufen kann. Man kann nun 200 extra Gold bei Drücken der K-Taste abrufen. Im Moment ist es so, dass sich der Wert für jede Minute um 50 Gold erhöht. Sollte man jedoch dieses Gold benutzen, so bekommt man keine Goldmedaille mehr für diese Runde, auch wenn du es in der vorgegebenen Zeit bzw. vor der vorgegebenen Zeit schaffen solltest. Ja, kleinere Futures sind der Neustart-Button im Pausemenü. Man muss nun nicht immer wieder in das Hauptmenü gehen, dann wieder ein neues Battle auswählen. Und nein, man kann jetzt ab sofort einfach Escape, Neustart, und dann beginnt man direkt von vorne. Ein kleines Gimmick, das Ärgern der Gegner mit der Z-Taste. Wenn du mit deiner Armee vor den Gegnern stehst, kannst du die Z-Taste drücken und dann versuchen sie quasi den Gegner so ein bisschen herauszufordern. Auch eine Neuerung gab es jetzt bei den Toren. So werden dir jetzt die Lebenspunkte der Tore angezeigt, solltest du dich denen nähern. Genauso ist, dass der Charge-Command, wenn keine Gegner in der Nähe sind bei den Toren, dass deine Leute jetzt direkt das Tor angreifen. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende. Last but not least gibt es dann am Ende noch ein paar Bugfixes. Zum Beispiel speichert das Spiel jetzt automatisch die Control-Settings, wenn man zum Beispiel die Keybindings geändert hat. Und weitere Kleinigkeiten. Ich habe euch das einmal nochmal hier als Bild zusammengefasst. Ja, somit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir gerne eure konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns morgen oder übermorgen bei Mission 8. Und bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als macht's nicht gut, macht's besser. Bis demnächst. Tschüss.